Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Herr Minister, liebe Kolleginnen und Kollegen, in der Tat ist das heute ein Gesetz, das unsere Zustimmung jedenfalls finden wird, und zwar mit guten Gründen. Erstmals verdient dieses Gesetz auch tatsächlich den Titel, den es hat, nämlich Versichertenentlastungsgesetz. Es findet tatsächlich eine deutliche Entlastung statt, und zwar gerade für diejenigen, die als Versicherte in den letzten Jahren, man kann sagen eigentlich im letzten Jahrzehnt, über Gebühr beigetragen haben für die Finanzierung unseres Gesundheitswesens. Und dass wir da wieder wirkliche Gerechtigkeit oder einen ersten Schritt herstellen, das ist ein wichtiger Meilenstein, und den sollten wir hier auch wirklich würdigen, weil es ist ein wichtiger Beitrag, um auch nach vorne gesehen eine nachhaltige Finanzierung sicherzustellen, und das unter Beteiligung der Arbeitgeber, so wie es sich in einer sozialen Marktwirtschaft auch gehört. Zweiter Punkt. Zweiter Meilenstein. Es ist tatsächlich so, die Selbstständigen mit geringen Einkommen haben tatsächlich auch unsere Solidarität, nämlich die Solidarität der gesetzlichen Krankenversicherung, verdient. Da mussten wir dringend einen Schritt weitergehen. Wir haben viele Initiativen in diese Richtung in der letzten Wahlperiode angestoßen. Die sind hier im Hause immer abgelehnt worden. Und auch deshalb ist es jetzt ein wichtiger Schritt, dass wir da vorankommen, und zwar so vorankommen, dass wir eine faire und gerechte Belastung haben und da tatsächlich diejenigen mit geringen Einkommen besser stellen, stark entlasten und ihnen den Zugang zu den guten Leistungen und solidarischen Leistungen der GKV verschaffen, zu fairen Preisen. Das ist ein wichtiger Schritt, und den begrüßen wir ausdrücklich. Und wir freuen uns natürlich, dass Sie sich der Lösung angeschlossen haben, die wir die ganze Zeit schon vorgeschlagen haben, weil es eine Bürokratiearme ist und die Selbstständigen dann gleichstellt mit den sonstig freiwillig versichern. So, das ist zu dem Teil, den wir begrüßen. Es gibt natürlich auch Schwierigkeiten in diesem Gesetz, und da muss man ganz klar den Coup von Jens Spahn nennen, wo er nämlich die Regelungen für die Rücklagenauflösung der Krankenkassen verschärft, und das tragen Sie jetzt leider alle mit. Sie haben versucht, das ein bisschen abzumildern, indem Sie gesagt haben, das muss gekoppelt werden an die Reform des Finanzausgleiches der Krankenkassen. Aber man muss ja nun sagen, das ist richtig und das ist wichtig, dass dieser Schritt endlich kommt. Auch den haben wir immer eingefordert. Aber Sie müssen schon zugestehen, Sie haben diesen Beschluss der Rücklagenauflösung schon gefasst, obwohl wir wissen, dass die Wirkung eines noch zu beschließenden Risikostrukturausgleichs noch gar nicht dann zum Tragen kommen kann. Und wir werden erleben, dass es große Schwierigkeiten geben wird für all die Krankenkassen, die keine großen Rücklagen haben. Und das ist ja immerhin ein Drittel aller Krankenkassen. Und da werden wir sehen, dass da Schieflagen entstehen werden für viele kleinere Betriebskrankenkassen, die einen erheblich höheren Beitrag nehmen müssen als andere Krankenkassen. Oder auch, es gibt auch ein paar größere Krankenkassen, wo das ein Thema werden wird. Und da stehen die dann wieder unter dem Diktat eines Preiswettbewerbs. Und das, meine Damen und Herren, schadet den Versicherten, schadet den Patienten. Und da müssen wir weg. Wir wollen hin zu einem Perspektivenwechsel, dass es um bessere Qualität auch der Krankenkassenleistungen geht. Darum, dass eine Krankenkasse dafür belohnt wird, dass sie sich für gute Leistungen, für guten Service, für gute Begleitung ihrer Versicherten im Krankheitsfall einsetzt. Dafür muss sie belohnt werden, nicht dafür, dass sie eine Dumping-Krankenkasse ist. Da muss der Weg hingehen. Und wir haben Ihnen mit unserem Entschließungsantrag Wege aufgezeigt, wie man mehr Transparenz dafür herstellen kann, dass Krankenkassen mit ihren guten Leistungen auch wirklich punkten können, und zwar mit den real bestehenden Leistungen für die Versicherten vor Ort. Das muss belohnt werden, und da müssen wir hinkommen. Und da wünsche ich mir in den nächsten Monaten auch von Ihnen Schritte nach vorne. Wir haben Ihnen ein paar Vorschläge gemacht und werden auch nicht müde werden, die weiter zu verfolgen, weil das ist das, was
gelebte Solidarität ausmacht, nicht nur eine finanzielle Seite, sondern es geht auch darum, dass diejenigen, die die Leistungen der Krankenkassen brauchen, auch verlässlich wissen, ich bekomme diese Leistung und ich bekomme sie so, dass sie meinen Bedürfnissen gerecht wird und dass nicht ausgerechnet diejenigen, die krank sind, die chronisch krank sind, die Menschen mit Behinderungen sind, dass diejenigen darunter leiden müssen, dass die Krankenkassen sich nicht genug um sie bemühen, weil es sich für sie nicht lohnt. Davon müssen wir wegkommen und dafür werden wir uns weiterhin einsetzen. Dankeschön. Als Nächster hat das Wort der Bundesminister Jens Spahn.